Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Folgen in Vegas. Wir sind ja gerade mitten im Gespräch mit Mr. House, nicht Dr. House. Und wir machen einfach mal weiter. To achieve my aims, I require a capable human agent to perform certain tasks. I knew Benny was ambitious, even ruthless, but I believed he would do the job so long as he was incentivized appropriately. Obviously, I miscalculated his drive for supremacy, but in any case, you've come along. A more than suitable replacement. Kennst mich doch gar nicht. Warum hat Benny sie verraten? I have to think that he found out about the platinum chip and mistakenly convinced himself that he could use it to his own ends. One of the problems of a tribal workforce, I'm afraid. No intuitive understanding of how complex technologies can be. Warum haben sie nicht eingegriffen, als Benny mich überfallen hat? Why didn't Victor intervene sooner, you mean? Good Springs is a bit too far away for me to reliably control a Securitron agent by remote. I can send and receive packets of data at best. Victor's combat algorithms determined the proper course of action. Benny and his thugs were more than a match for a lone Securitron. When he alerted me, I instructed him to approach the site after Benny and the others had departed. Okay. Was ist dieser Platin-Chip? It's a very special item. There's nothing else like it in the entire world. It was lost a long time and difficult to find. That's all you need to know about it for this stage of our enterprise. Fulfill your contract, deliver the chip, and good things will come your way. Okay. Je mehr ich über den Chip weiß, desto einfacher kann ich ihn finden. You might keep an eye out for any computers that Benny's been using. Maybe even a computer lab of some sort. Ich habe ein Recht, mehr zu erfahren. That's simply not true. I am the only person to hold any rights pertaining to the chip. I designed it and I paid for it dearly. To develop that chip, I spent a sum of US dollars. Not the bottle caps that pass as currency these days, but a sum beyond counting. For decades, I paid salvagers to comb the ruins for it. And when it was finally discovered, tens of thousands of caps spent to have it brought here. We know how that turned out. Complete your contract, and it will be the last time I pay for the chip. Save your questions for then. Wenn der Chip so wertvoll ist, warum transportiert ihn dann ein einzelner Kurier? You realize you were just one of many couriers. The rest of them, dummies, so to speak. Add to that, many thousands of caps worth of mercenary protection to screen your avenue of approach. Had I used an armed caravan to transport the chip, I might as well have been announcing to the world, this is important, attack this. I didn't want to attract the attention of groups like the Great Khans or the Brotherhood of Steel. Alas, the real threat was closer to home. Warum schicken sie nicht ihre Roboter ins Tops und Benny zu verhaften? Frontal assaults on casinos, not good for business. In any case, Benny would see it coming, and all he'd have to do is hold the chip up and point a pistol at it. Our foremost advantage is that Benny doesn't know that I know he has the chip. Let's not squander it. Aber ich weiß doch, dass er einen Chip hat. What else? Wer genau sind Sie, Mr. House? I am Robert Edwin House, President, CEO, and sole proprietor of the New Vegas Strip. I oversaw the city's renovations starting from 2274 onward. The three families are my employees. Before the Great War of 2077, I was the founder, president, and CEO of Robco Industries, a vast computer and robotics corporation. Sie scheinen mir ein Computer zu sein, kein Mensch. Don't let the video screens and computer terminals fool you. I'm flesh and blood, not silicon. Medizin 35. Die von Ihnen ausgehende Lebensspanne ist unmöglich, außer für Ghoul und Supermutanten. I see you've made a study of the topic. My knowledge of the science of longevity would fill several textbooks. Perhaps after a decade or two of economic reconstruction, I can commercialize these technologies and offer them to others, such as yourself. Wie haben Sie so lange überlebt? Let's just say it was very costly.
But I was willing to make the sacrifices longevity entailed, financial and otherwise. Wie haben sie New Vegas aufgebaut? We can discuss this in greater detail at another time. Suffice it to say that when my Securitrons detected NCR scouts at Hoover Dam, I took action. I recruited a tribal force to supplement my Securitrons and renovated the strip just in time to welcome the NCR as it marched into the region. Instead of war, a treaty was negotiated and the money started to pour in. Okay. Reden über die Fraktionen, die um New Vegas kämpfen. It's understandable that you'd be curious about this topic, but we'll hold off until the platinum chip has been recovered. What else did you want to know? Auf Wiedersehen. Well enough. Be on your way. What the fuck? Verstehe ich irgendwie nicht wirklich. Also er sagt, er ist ein Mensch, aber ist gar kein Mensch, aber irgendwie ist er wohl einer und... Hä? Congratulations, partner. The boss has instructed me to comp you to the High Roller Suite. You can bring your friends too. Be like a little clubhouse for the gang you put together. Just bear in mind, you're the only one gets to see the boss. Any friends you got, they can wait in the suite. Enjoy the digs, partner. They're plenty fancy. Ich will in die Präsidentensuite. Und gucken, wie die aussieht. High Roller Suite. Okay, hier haben wir ein Esszimmer. Das ist dafür. Das ist dafür. Okay, die funktionieren auf jeden Fall noch. Ja, also das sieht jetzt okay aus. Hier fehlen zwar die Bilder, aber okay. Hier haben wir unser eigenes Unterhaltungszimmer, sage ich mal. Kann ich das mitnehmen? Kann ich nicht. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir ein Terminal. Suite Upgrade. Mich verarschen? Ich muss Geld dafür bezahlen? Warum kann ich da nicht drauf zugreifen? Okay, ich kann das so machen übers Geld. Ich habe keine Ahnung, was ich neu gekauft habe. Das ist, glaube ich, neu. Ja. Ich habe auf jeden Fall das Geld bezahlt. Warum nicht? Hier ist eine coole Kiste. Waffentruhe 1 und 2. Ach, die haben wir gekauft. Das sieht sogar fast noch okay aus. Okay, hier haben wir... Warum auch mal zwei Badezimmer in einem? Ja, jeder wie er will, ne? Und hier haben wir unsere Workstation für unsere Kompagnons, glaube ich. Where to, partner? Ich will in die Cocktail Lounge. Ihre Whiskyflasche. Da ist doch eine Schneekugel. Sie haben eine Sonderausgabe der Mojave Sehenswürdigkeit Schneekugel gefunden. Diese seltenen Vorkriegsartefakte werden allgemein als wertlos beachtet, aber es gibt Gerüchte, dass einige Sammler viel für sie zahlen. Wie zum Beispiel unserem Mr. House. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr finden können, weil sie hat ja nur von einer, also Jane hat ja nur von einer geredet, also gehen wir die mal ab schnell. Ein Penthouse. Well, hello, sugar. Hier.
You do? Why, that's 2000. Just wonderful. I'll take it and put it with the rest of the collection. Ich bald. Ich würde gerne sehen, wo die sind überhaupt. Weil wir haben die ja direkt darauf angesprochen. Also die, wir gucken einfach nur zu ihr hin und sagen, hey, was ist das für eine schöne Sammlung? Oh ja, das ist immer von unserem Chef hier. Wo sind die? Ich will die sehen. Also ich würde die irgendwie hier vermuten in seinem Schlafzimmer, aber. Was weiß ich denn schon? Er ist schon geil, wenn man einfach so texturlosen Hintergrund macht. Also was heißt mit einer Textur und nichts anderes? Da ist ein Terminal, was schwer ist. Hm. Keine Ahnung, wo diese Schneekugeln sein sollen. Gucke vielleicht mal im Internet nach. Irgendwann. Where to, Partner? Ich will ins Casino, Partner. Casino floor. Thanks, fam. Oder hat er die hier unten gelagert? Hm, keine Ahnung. Lassen wir erstmal die FPS sterben. Okay, wir sollen jetzt Tops irgendwas gehen. Das ist. Hey, you there. I have a message for you. It's from Ambassador Crocker. Very important. Here you go. Oh Gott. What up, fam? Ich muss Ihnen in einer sehr wichtigen Angelegenheit sprechen. Besuchen Sie mich so bald wie möglich, damit wir uns unter vier Augen unterhalten können. Sie finden mich in meinem Büro in der NRK-Botschaft im Norden des Strips, hier hinter dem Lucky 38. Botschafter Dennis Crocker. Ruff. Ruff. Okay, hier können wir nicht lang. Ich meine, die Dreck hätte ich mal wegmachen können. Willst du mich verarschen, ey? Also der Strip an sich ist halt unterteilt, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil es sonst noch mehr laggen würde. Schlimmer als jetzt. Aber ich will eigentlich den Sexbot haben erstmal. Den Platin-Chip, ja. Gar kein Problem, guter Freund. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Immer noch nicht. Was geben wir erstmal in den Hut ab? Kassieren unsere Kohle? Die hat hier einen coolen Striptease da. Ich hab auch keine Ahnung, wo ich den Dings hinbringen soll, also wo der Roboter sein soll. Ich weiß in irgendeinem Unternehmer, ich weiß mir, wie es heißt. Ich glaube, ich habe da Ralph gefragt, aber ich weiß nicht, was man mal sagt. Some gamblers came in saying they'd seen you enter the Lucky 38. I have to say, I'm impressed. Ja, da war ich gar nicht. I don't know of any other living person who's been doch, in da, doch, stimmt, da war ich drin. Ich habe mich um McCaffrey gekümmert. Yes. Where's his hat? Here. This is great news. No one screws with the Garrett twins and gets away with it. I need to find a place on the wall for this. And for your reward, here's 150 caps. I trust there were also some valuables on McCaffrey. Yeah. Also, we would like to set you up with a room. You can have the corner room, rent free. It was McCaffrey's. Now that he's dead, we're happy to let you use it. Thanks for helping us. Die Anhänger wären an einem Handel gegen Vorräte interessiert. Interesting. Well, you're gonna need to speak with my brother James. He handles all of the trading contracts and general operations. Okay, danke. Beliebt. And Freeside. Howdy, partner. Yep. Welcome back, friend. Die suchen. Really now? This is news. We could possibly supply what they need, but they would need to supply us in kind. They have the tech know-how to make our stills work more efficiently. Pure alcohol means we can get our customers drunk quicker. Getting our customers drunk quicker means more caps spent at the tables and stuffing slots, if you know what I mean.
Plus, the extra alcohol can serve as surgical disinfectant for their needs. The followers are a good lot. They've stitched up our boys in the past. Vielleicht ließ es hier was machen. Good. We can supply them with all the medics they need. For the fixer, we'll only be able to send over some basic drug components. We're not in the business of getting people off drugs, so we don't really dabble in that side of things. The followers should be able to whip some up with what we have available, though. They just need to agree to fix up our stills and keep them maintained, plus cover the cost for raw materials needed to make the alcohol. Okay, erzähl ich denen mal. Ja, wir brauchen einen Sexbot. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir sind hier. Und wir sollen praktisch hier drunter laufen. Wenn ich hier rauskomme, bin ich da. Das heißt, einfach nach da gehen. Ist hier noch ein Ding, was ich nicht mitgenommen habe? Aber das hier wird doch diese Essensausgabe, oder nicht? Ruined Store. Okay, hier kann ich nur klauen, das will ich ja nicht. Also hier nicht rein. Kann ich hier noch weitergehen? Ich glaube nämlich nicht, oder? Oh, da gibt es noch einen Weg. Oh, gut. Das wusste ich nicht. Bakery. Die ist zu? Meine Follower sind weg. Merke ich gerade. Oh, gut. Gut, dann muss ich erstmal alleine weitermachen, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Gucken wir kurz die Mülltonne hier an. Müllcontainer brauche ich, danke. Nachladen. Kerulian Robots. Ich ahne Schlimmes. Sie haben das Extragraf tot erhalten. Was ist das Extragraf tot? Warum leuchten hier Sachen grün? Protektron, ja, nehmen wir alles mit erstmal. Altmetall. Weiß nicht, ob wir sowas brauchen. Riesenratte. Die mag der Hund ja nicht, deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, dass die hier erstmal nicht mitkommt. Dumpfanzeige. Okay. Das war natürlich Skill, dass ich die jetzt gerade im Schuss weggehauen habe. Das war nicht nur pures Luck. Also die Protectons halten sich nicht so gut, muss ich sagen. Diese komischen Leuchtekorken sehe ich aber nicht. Ich glaube, gegen die reicht es sogar. Okay, du bist ein Mensch. Kein Zugang, danke. Gegen die Ratten soll sogar so ein 9mm reichen. Unsere zweite Dienstwaffe. Oh Gott. Kritischer Schleichangriff. Ist immer gut. Kannst du bitte aufhören? Muss ich so ein Protektor mit dem... Okay, durchschnittlich brauche ich 50.
Oh, speichern wir mal ab. Programmroutine hochladen. Wissenschaft, Sexbot-Routine. Dateneingabe-Terminal, okay, und jetzt? Fisto. Fully integrated security technotronic officer active and reporting for duty. Ja, ganz schön Zungenbrecher. Machen wir es, kürzen wir es auf Fisto. Yes, sir. Fisto reporting for duty. Please assume the position. Ich sollte dich erstmal beobachten, bevor ich dich den Geld übergebe. Servos active. Oh Gott. Oh Gott. Operation complete. Thank you for your business. Also das war mal was anderes. Are you uncomfortable? My servos may require adjustment. Nein, deine Leitung entspricht den Anforderungen. Ich spüre mein Bein nicht mehr. Numbness will subside in several minutes, awaiting further orders. Melde dich mit Tommy Wrangler. James Garrett ist sein neuer Eigentümer. Yes, sir. Und wir wurden gerade von einem Roboter umgebolzt. Naja. Gut. Oh. Das ist cool. Der Part ist natürlich schon vorbei, wie wir wissen. Aber das stört mich ja nicht. Warte mal, hier ging es raus, ne? Lucky what we have here, ladies. Another unsuspecting Ponce. Hey! I'm hit! What the fuck? Was ist ein Rolling Pin? Achso. So ein, wie nennt man die? Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Was wollten die von mir? Okay, der Pass war vorbei, aber ich wollte mal nach New Vegas. Zu gucken, ob meine Companions da vor der Dinge stehen. Achso, ich muss hier nochmal reinlaufen. Super. Was soll ich mit dem hier? Der hat nichts gut. Ah, da sind sie ja. Hallo Freunde. Aw, just when the standing around was getting excited. Wow. Oh, du armer Roboter. Okay, dann würde ich aber sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.